Knapp 1200 Einwohner zählt die Gemeinde Itta im Bezirk Kitzbühel. Seit Bürgermeister Johann Gratt nach 10-jähriger Amtszeit plötzlich am 10. Mai dieses Jahres verstorben ist, kümmert sich Vizebürgermeister Josef Kahn von der Liste Ländliches Itta um die Gemeindegeschäfte. Nach der Neuwahl am 1. September möchte er offiziell das Bürgermeisteramt übernehmen. Ich bin der Kahn Josef, bin 34 Jahre alt, bin zu Hause da in Itta am elterlichen Hof, den habe ich jetzt seit 3-4 Jahren übernommen. Und da lebe ich mit meiner Familie, ich habe 3 Kinder. Im Alter von 2, 7 und 10 Jahren und bin sonst Landwirt, ja, habe einen landwirtschaftlichen Betrieb und heute jetzt in letzter Zeit ein bisschen was in der Gemeinde tätig. Seinen bisherigen Einsatz als Bürgermeister sieht Josef Kahn als gute Voraussetzung, um diese Tätigkeit auch in Zukunft auszuüben. Am Anfang ist das Ganze natürlich Schlag auf Schlag gegangen. Es war zuerst der Todesfall und dann waren die Hochwasser. Man hat immer schnell handeln müssen, am Anfang war es teilweise sehr schwierig. Aber natürlich sind die Leute sehr hilfsbereit, selber gefällt es mir. Es gibt sicher in einer Gemeinde sehr viele gute Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Aber natürlich auch sind die schwierigen Sachen und auch die nicht so einfachen Sachen genauso zu machen. Aber es funktioniert auch. Und was möchte Josef Kahn als Bürgermeister bewegen? Wir haben gute Wirtschaftsbetriebe, haben wir schön positioniert. Wir haben im Tourismus sicher Handlungsbedarf, da müssen wir was machen, was auch in die Lifte und so weiter geht. Und auch im Wohnbau für die Einheimischen müssen wir unbedingt schauen, in der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, was jetzt ansteht, dass wir uns da weiterentwickeln können, weil Itta muss sich genauso entwickeln. Roman Thaler ist der zweite Kandidat, der sich der Bürgermeisterwahl in Itta stellt. Ich bin geboren in Itta, 1978. Also geboren bin ich eigentlich in Kitzbühel, bin hier aufgewachsen. Verheiratet mit meiner Frau Viktoria seit letztes Jahr. Haben eine wunderschöne Hochzeit gehabt, erwarten jetzt unser erstes Kind. Das kommt im November auf die Welt und freuen uns sehr drauf. Itta ist ein wunderschöner Ort zum Wohnen. Ich bin ja schon seit ich denken kann, in allen möglichen Vereinen engagiert. Die Dorfgemeinschaft funktioniert sehr, sehr gut und ich freue mich einfach, dass ich in so einem schönen Ort daheim sein darf. Wie auch die Itterer Bürgermeister der letzten 30 Jahre ist Roman Thaler Mitglied der Bürgermeisterliste. Wir haben bei Itta einige Dinge in den letzten Jahrzehnten zustande gebracht, gemeinschaftlich mit allen Gemeinderatsfraktionen. Ich denke da nur an die Kirchenrenovierung zu früher Zeit, also wie wir das erste Mal den Bürgermeister gestellt haben in Itta. Dann haben wir nachher einiges für unsere Vereine zustande gebracht. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da in dem Bereich weitermachen. Es ist so, dass wir ja sehr viele junge Leute haben, die in der Dorfgemeinschaft involviert sind, die in den Vereinen tätig sind, die ja natürlich gerne in Itta bleiben wollen. Ich glaube, wir müssen uns anstrengen, dass wir da wirklich was zusammenbringen, sei es leistbarer Grund für Häuselbauer, ganz, ganz wichtig, leistbare Wohnungen, Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen und zentralen Punkte, wo wir alle miteinander gefordert sind, in der Zukunft auch da wieder was zustande zu bringen. Sofern es keine Stichwahl gibt, wird man am 1. September wissen, welcher der beiden Kandidaten mehr überzeugen konnte. Einsatzbereitschaft und Begeisterung für das Bürgermeisteramt scheinen jedenfalls beide mitzubringen.